Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 22.09.2020. Und unser DAX hat, nachdem er gestern oben sein Gemüse nicht essen wollte, heute keinen Anstecker gezogen aus Protest für die Schimpfe, die er erhalten hat. Den hat es hier jetzt richtig zerlegt gehabt und ordentlich nach unten getragen. Wir hatten ja so ein bisschen gesagt, dass er, wenn er positiv reinkommen sollte, vielleicht sogar auch und über 13.150 öffnen, dass er gute Karten gehabt hätte, einfach in der Range fortzusetzen. Das aber alles sowas unter 13.100, insbesondere wenn er vielleicht noch einen Downgap unter 13.60 bringen sollte, so hat man es ja gesagt, dass er dann eben runtergereicht werden könnte, dass man ein bisschen im Bereich um 13.20, 13.000 aufpassen sollte. Und wenn er dann aber auch unter 12.69 geht, dass das dann halt Verkaufssignale sind, die ihn weiter nach unten tragen können. Das hat er letztendlich so auch direkt umgesetzt, deutlich tiefer gefallen als hier überhaupt in der Spanne berücksichtigt. Im Tagesschart wird das dann schon ein bisschen lichter, aber wir bleiben jetzt mal hier bei der Phase, weil hier ist jetzt was Wichtiges passiert, was wir so jetzt hier im Chart nicht drin hatten, was aber relevant ist, weil unser DAX nämlich genau da oben, genau da unten zwei etwa gleich lange Abwärtswellen beendet hat halt, ne? Also das von hier oben, zack, runter, rüber und nochmal hier runter. Sie sehen das, es ist ein Parallelogramm entstanden. Dadurch hat der DAX etwa zwei gleich lange Abwärtswellen beendet. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil dieses, ich sag mal, warten Sie mal kurz, ich zeichne Ihnen das mal kurz rein. Ja, weil dieses typische, ich sag mal, auch aus der Wellentheorie heraus, sagt man, gibt man dem DAX ja, oder sag mal, wie soll ich sagen? Es gibt halt Korrekturmuster, die sind ganz klassisch und die sind immer wiederkehrend. Das ist das Typischste halt, die ABC, bei der die beiden, die erste und die zweite Abwärtswelle, gleiches Ausmaß annehmen. Ne, deswegen entstehen immer wieder diese Channel, die ich zeichne. Deswegen entstehen auch so 100% Fibonacci Retracements, Extensions, die man dann anlegen kann. Manche machen das auch, dass sie das mit Kästchen zeichnen. Ne? Die zeichnen sich dann so ein Kästchen und dann hier das andere nochmal dran und dann passt das direkt aufeinander. Das heißt, über verschiedene Methodiken komme ich immer wieder auf das Gleiche und das ist dann hier unten. So ein Auf, ein Korrekturende, also ein Korrekturmuster, was ein ABC ja ist. Na, also eine ABC ist einfach ein Korrekturmuster, was Trends einleitet. Na, und oft schließen diese Korrekturmuster auch sehr dynamisch ab, wo dann schon alle denken, der Trend geht in die andere Richtung und dann löst es sich raus. Und darauf folgt dann eine Impulsbewegung halt. Na, also wer sich mit Elliott Wilhelm-Thierry da ein bisschen näher beschäftigt hat, der kennt das, der weiß das und deswegen sollte man jetzt hier in dem Bereich halt auch deutlich aufpassen, wie der DAX jetzt hier reagiert. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn er uns nämlich zu hoch und zu schnell jetzt zurückkommt und jetzt hier beispielsweise einen V hinstellt, dann laufen wir Gefahr, dass wir relativ zügig die 2 Tage komplett auskontern, ne? Und dann oben raus in eine neue Trendbewegung übergehen. Ja, und das ist schon ein Punkt, wo man sagen muss, das sollte man ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich würde es jetzt noch nicht traden wollen. Ja, ich würde es erstmal nur beobachten. In dem Moment, wo wir aber jetzt beispielsweise den Montag zum Dienstag komplett auskontern sollten, ist es dann was, wo ich sage, danach sollte man dann auf jeden Fall seine Shorts erstmal wieder liquidieren und die Longs suchen. Das wäre dann einfach so halt. Ne? Also wenn er uns zu hoch zurückkommt am Dienstag. Wenn er aber flach bleibt am Dienstag. Und ich weiß, gestern hat auch wieder das jemand kritisiert, dass wir immer wieder wenn und dann sagen. Und ich mich eben nicht eindeutig aus dem Fenster lehne und sage, heute fällt's, Punkt, Analyse, fertig, aus. So. Es ist halt, ich verstehe das. Ich weiß auch, dass sie das besser finden würden, wenn ich ihnen jeden Tag das reinstelle und dass sie das toll finden, wenn andere in einem Kommentar vielleicht einfach schreiben, ich glaube, heute es fällt. Wenn die richtig liegen, weiten sie ihren Kommentar aus, führen das noch ein bisschen fort und wenn sie falsch liegen, melden sie sich 2 Wochen nicht mehr halt. Ne? Das kann ich mir nicht erlauben. Ich muss sie versuchen, jeden Tag durchzuführen, auch wenn ich mal falsch liege. Und genau deswegen machen wir das einfach, dass wir sagen, okay, wir gucken noch ein bisschen, was kann denn passieren, wenn er was anderes macht halt. Ne? Ich hätte zum Beispiel vermutet, dass er oben die 13.250 macht, ne? Dass er in der Range drin rumhampelt. Ne? Ich hätte auch damit die Analyse beenden können. Fertig, dann wäre das für die einen vielleicht toller gewesen und dann hätten sie sich am Ende trotzdem hingestellt und Daumen runter gedrückt. So stellen sie sich auch hin und drücken Daumen runter, weil sie sich sagen, naja, dieses Wenn-Dann-Zeug ist scheiße. Aber es soll ihnen helfen, genau in dem Moment, wo das nicht eintritt, was ich erwarte, dann neutral den Markt handeln zu können. Und da war eben klar die Ansage, unter 13.100, unter 13.60 ist der DAX hier abwärts, Risiko gefährdet.
ne, nach unten durchzugeben, das war dann hier bis gut und gerne 67, hat man zumindest hier auf dem Plan. Also ich glaube, wer die 300 Punkte mitnehmen konnte, der dürfte nur auch nicht an Armut gestorben sein halt, ne? Zumindest haben wir nirgendwo gesagt, dass man hier Long suchen soll, hier unten halt, ne? So, und das muss man einfach ein bisschen mitnehmen, so. Und jetzt kommen wir dahin, wo ich sage, wenn dann, ne? Also wir haben ein bisschen im Hinterkopf, dass der Markt gegebenenfalls eine V machen kann, wenn jetzt zum Beispiel auch im Tech-Sektor in Amerika da wieder richtig, richtig, richtig Geld reinkommt. Der hat ja eigentlich uns so ein bisschen nach unten reingetreten hat, ne? Und der hat angefangen zu wackeln dort drüben überall. So, wenn der jetzt aber auch deutliche Beruhigung reinkriegt und deutlich nach oben kommt, auch so eine Apple, die wurde richtig gut gekauft, kurz vor der 100 US-Dollar-Marke wurde die richtig gut nach oben weggezogen. Bei 109, glaube ich, rausgegangen, im Tief bei 103 reingekommen. Da muss man aufpassen, ne? Also sollte der DAX jetzt hier komplett oben drüber laufen, glaube ich, gehen wir nochmal hoch an die 250. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier größere Spannen und größere Erwartungsrahmen. Meine Grunderwartung ist es aber nicht. Ich glaube, ich würde es nicht favorisieren, dass der DAX es komplett auskontert und hochgeht. Das ist lediglich ein Szenario, was ich im Hinterkopf habe, weswegen ich jetzt zum Beispiel hier auch sagen würde, dass ich hier einfach Long Trigger jetzt mit einzeichnen würde. Na, also geht der DAX hier über 13.100, über 13.50, ja, über 13.100, überall 13.115, wäre das für mich so eigentlich eine Art K.O.-Kriterium, wo ich sagen würde, dann glaube ich, dass es den DAX durchaus hier Richtung 13.200 wieder führen dürfte und noch weiter. Na, also so Stück für Stück macht es sich dann da nach oben wieder alles auf. Wir können vielleicht mal versuchen, das hier alles noch ein bisschen nach links zu schieben, dass Sie auch sehen, das gehört zur alten Bewegung. Den Fall da oben, den können wir löschen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. So, das ist jetzt erstmal das, was wir im Hinterkopf behalten müssen. Ne? Also, das ist jetzt auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Ne? Ich erzähle Ihnen das jetzt nicht, weil es unwahrscheinlich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Ich würde es nicht favorisieren wollen. Und ich würde es auch erst handeln wollen, wenn es tatsächlich denn da ist. Also, wenn der Markt die Stärke zeigt. Weil wir im Tagesschart den Keil nach unten verlassen haben. Würde ich jetzt ihm erstmal zutrauen, dass er hier unten zur Schwäche neigt. Na, ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Dienstag gegebenenfalls vielleicht ein bisschen höher reinkommen, vielleicht sogar noch ein Stückchen nach oben stechen, vielleicht so in den Bereich um 37 jetzt hier reingehen und dann nochmal unten das Tief untergraben. Und zwar hier bis in den Bereich um 460, 450, da noch ein Stückchen drunter. Das wäre jetzt meine Erwartungshaltung für den Dienstag und dass wir von dort dann eine Stabilisierung sehen werden. Das wäre das auch, was ich favorisieren würde für den Dienstag. Na, das wäre so mein Szenario, was ich am realistischsten halte. So, haben wir noch irgendwo einen schönen Abwärtspfeil. Und die nehme ich hier mit rein. Ja, dass man das quasi. Das wäre jetzt das, was ich tatsächlich für den Dienstag favorisieren würde. Ja, das wäre die favorisierte Route. Ja, können wir auch gerne blau machen, dass das vielleicht ein bisschen. Vielleicht sollte man damit ein bisschen mehr arbeiten. Na, vielleicht fehlt das einigen auch einfach. Das, was mir am. Aber das wäre tatsächlich gestern, stand gestern auch hier oben das Hoch zur 250 stand gewesen. Ne? Es ist nicht immer ein Indikator dafür, dass es auch tatsächlich so kommt. Und ansonsten können wir sagen, wenn der DAX deutlich höher geht, ne, so auch über den Bereich von, ich sag mal, 750 drüber, geht er über die 750, würde ich sagen, gehen wir an die 850, 870 ran. Das heißt, hier können wir einen kleinen Long-Trigger platzieren und können sagen, okay, wenn er jetzt hier hochgeht, würde in dem Bereich 850, 870, 900, ja, so die Zone reingehen. Und von dort kann man sich durchaus nochmal einen Short reinlegen, einen Short probieren. Ich würde aber eine Umkehrkerze abwarten, ja, dass man einfach ein bisschen eine Bestätigung schon auf der Unterseite mit hat. Einfach aus dem Grund, damit man nicht am Ende Short drin steht und der DAX macht eben doch das Szenario bis hier oben ran halt, ne, dass er den Montag komplett auskontert. Na, also wenn er das macht, es wäre eigentlich dann das Go für 13.800. Weil was hat er dann hier unten gemacht? Dann hat er einfach eine riesengroße Long-Bereinigung gemacht und vielleicht sogar einige aus ihren Aktienpositionen rausgedrängt, ne, rausgeschoben, die einfach jetzt Optionsscheine, Aktien oder was, wie auch immer, weggeschmissen haben. Das wäre dann nur eine Bereinigung gewesen und dann würde der Markt richtig durchpowern können. Wahrscheinlich sogar durch die 13.800 durch. Na, aber das muss erst passieren.
Solange das, ich möchte Ihnen aber sagen, weil wir haben diese zwei gleich langen Abwärtswellen, das ist ein typisches Muster. Ich möchte es nicht favorisieren, aber es ist ein typisches Muster und wir müssen es beachten. Das heißt, umso höher der DAX zurücksteigt, umso relevanter wird das. Und wenn er den Montag auskontert, dann wird es akut. Ja, und dann würde ich mich zum Dienstag, ich persönlich würde mich zum Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag dann danach richten. Vorher noch nicht. Vorher gebe ich jetzt erstmal unserem Keilbruch auf Tageschart Vorrang. Sollten wir unterhalb richtig Stress reinkriegen, sollten wir vielleicht sogar mit einem fetten Abwärtsgap eröffnen. Es wäre gar nicht so typisch für einen Dienstag. Der Dienstag kommt ganz gerne mit einem Aufwärtsgap rein, wenn der Montag so schlecht war. Da würde ich durchaus damit rechnen, dass wir dann an die 12.330 runtergesetzt werden. Ja, die 12.330 wäre dann unterhalb mein nächstes Ziel, wenn wir richtig Schwäche reinbekommen. Ja, die können sich ruhig mit auf den Zettel schreiben, die 12.330, da liegt auch noch ein offenes Gap. Da liegt jetzt hier so eine Unterstützung aus diesen beiden Tiefs. Das wird schon, die wird schon ein bisschen reagieren halt. Ne? Das würde wahrscheinlich wieder dieser Bereich hier um die 11.55. Da hat er ja auch ordentlich Terz gemacht und schön hin und her getanzt, um das zu halten. Okay, damit haben wir das abgesteckt. Wie gesagt, favorisieren würde ich dieses kleine Aufwärtsgap. Das kann an die 6,65 ran, das kann an die 27,37 ran, sollte dann runter. Alles, was über 7,50 geht, ist in meinen Augen Richtung 8,50 relevant. Ja, und darüber, umso höher er kommt, hat er eigentlich umso mehr Chancen, den Montag komplett auszukontern. Und wenn ihm das gelingt, dann powert er richtig durch. Dann gibt's so Mittwoch ein fettes Aufwärtsgap und dann ballert er sich direkt nach oben durch. Und so weiter. Aber wir bleiben erstmal hier unten. Ich würde Ihnen deswegen jetzt hier auf jeden Fall neue K.O.-Scheine mit an die Hand geben wollen. Der ein oder andere dürfte vielleicht gar nicht so traurig sein, falls er hier doch zum Falschen gegriffen hat. Der wurde unten nämlich nicht im K.O. ausgeführt. Das fand ich sehr fair. Da haben 3 Punkte gefehlt. Also das hätte, also wäre ich Emittent gewesen, ich glaube, ich hätte die 3 Punkte da reingestellt. Aber gut, hat er nicht gemacht. Deswegen neue Scheine müssen wir jetzt einfach nehmen. Das ist viel zu eng, das ist viel zu hoher Hebel jetzt. Warten Sie ganz kurz. So, ich würde jetzt einfach die rauswählen. Ich würde durchaus jetzt ein bisschen weiter weggreifen. Warum greife ich jetzt deutlich weiter? Warum sind die Scheine jetzt vielleicht auch ein bisschen teurer? Das ist natürlich nicht, weil Sie dort mehr bezahlen. Das ist einfach, der Hebel ist ein bisschen kleiner, weil wir mehr Bewegung drin haben. Gucken Sie mal, was wir gelaufen sind. Das sind über 500 Punkte gewesen an einem Tag halt, ne? Wir sind bei 13,1 sonst was rausgegangen und waren im Tief auf 12.500. Also das sind 600 Punkte an einem Tag. Das ist brutal viel. Und es steht ihm ja frei, noch so einen Tag hinten dran zu setzen halt, ne? Deswegen hier einfach ein bisschen weiter entfernt. Warum wähle ich einen K.O. unterhalb der 12.000? Weil wir runter zu, wenn es den DAX weiterlegt und er jetzt zum Beispiel nochmal 600 Punkte fallen würde, wie am Montag, er dann tatsächlich schon bei einer 12.000 stehen könnte. Ja, dazwischen sind aber viele Unterstützungen, wie zum Beispiel die 12.330 eben, dann ist es selbst die 12.000 ist eine gute Unterstützung, dann haben wir die 12 220, da haben wir ein markantes Tief im Tagesebene, das können wir uns gleich angucken. Deswegen würde ich den erstmal hier nehmen. Bitte aber beachten, hier steht was drüber für Aufwärtsstrecken. Das heißt, in dem Moment, wo ich versuche, den DAX aufwärts zu begleiten, würde ich persönlich das nehmen, den nehmen. Ja, also den Schein nehmen. Wenn der Markt aber die Schwäche zeigt, dann ist es kein Schein, den man halten soll. Also das ist auch kein Schein, den man in so einer Bewegung reinkaufen sollte, weil das sind Abwärtsstrecken. Ja, in dem Moment, wo ich einen Short-Trigger anschlage und nach unten Bewegungspotenzial aktiviere, bewegt der Markt sich nach unten. Das erkennen Sie. Auch wenn Sie sich vielleicht wünschen, dass der Markt umkehrt und deswegen vielleicht long handeln wollen, ist es aber trotzdem richtig, mit dem Markt zu handeln. Ja, und deswegen ist für die Abwärtsstrecken eher dieser K.O. gewesen, den wir für die Abwärtsstrecken hingeschrieben haben, nicht andersrum. Und dann passiert es Ihnen auch nicht, dass Sie unten knapp vor den K.O. laufen, ne, in dem Moment, wo Sie den anderen Handel, nämlich den für die Abwärtsstrecken unterhalb des K.O. Und wenn Sie sehen, dass so ein Trigger umschlägt, na, muss ich vielleicht auch mal, wenn ich vorher im falschen Schein drin saß, vielleicht auch mal einen Stop-Loss ziehen. Das ist alles Risikomanagement, da erwarte ich, dass Sie sowas kennen, verstehen und auch anwenden. Ja, sonst dürften Sie ja letztendlich gar nicht die Optionsscheine bei Ihrem Broker handeln. Sie unterschreiben ja letztendlich, dass Sie sich damit auskennen. So,
Das auf der Seite oben habe ich jetzt, wie gesagt, K.O., nee, nicht wie gesagt, habe ich Ihnen noch nicht gesagt, oben habe ich K.O. 13.277 gewählt, einfach weil ich davon ausgehe, wenn der Markt da jetzt nochmal hochgeht, dann da können Sie einen K.O. haben, wo Sie wollen. Da ist es scheißegal, ob ich Ihnen 3.70, 500 oder 600 oder 800 gebe. Der wird eh durchrennen, deswegen würde ich mich persönlich in dem Bereich auf jeden Fall von Short-Positionen trennen und auf Long umstellen. Und von daher kann man dort auch den K.O. hinlegen. Und dann den Einsatz dort einfach wegziehen, beziehungsweise brauchen wir unten raus natürlich auch noch ein bisschen Druck, bisschen Bewegungsdruck einfach halt, ne? Deswegen will ich nicht zu weit weglegen, soll ja auch ein bisschen Spaß machen, der Schein, wenn es weiter nach unten geht, ja. So, das soweit der Blick aus der Ebene. Im Tagesschart gucken wir noch mit drauf, da haben wir eine lange rote Kerze jetzt aus dem Keil rausstehen, wir haben hier den Fall nach unten gesehen, gesetzt, der Pfeil nach unten ist jetzt erstmal aktiviert. Der Pfeil nach unten zeigt Richtung 200-Tage-Linien. 200-Tage-Linie haben wir die EMA 200 im Bereich um 12.330. Na, hallo, kommt uns bekannt vor. 12.310, na, hat man gerade aus der 2-Stunden-Ebene hergeleitet. Und wir haben dann unten die richtige 200-Tage-Linie im Bereich um 12.165 rum. Es ist jetzt kein Xetra-Chart, bitte. Die 200-Tage-Linie vom Xetra-DAX kann abweichen, weil wir haben ja Tagesschlusskurse 22 Uhr und Tagesanfang 8 Uhr. Dadurch ist es etwas verzogen. Also insbesondere durch die Tagesschlusskurse ist es etwas verzogen halt, ne? Weil die gleitenden Durchschnitte errechnen sich auf diesen Tagesschlussniveaus. Und deswegen kann es sein, dass ein Xetra 200-Tage-Linie abweicht. Ja. Grundsätzlich ist er aber aktiviert. Wir haben eine lange rote Tageskerze. Wenn er das jetzt nicht ausgekontert bekommt zum Dienstag und weiterfällt, weiter unter die 12.640 zurückfällt, unter den Tagesschluss fällt, muss man letztendlich auf der Ebene tatsächlich von einer zweiten roten Tageskerze ausgehen. Die muss jetzt nicht unbedingt so stark werden wie die, aber man sollte eine zweite rote Tageskerze einplanen. Das ist einfach so. Vielleicht 3.30 fände ich attraktiv, könnte ich mir gut vorstellen, würde zum Dienstag passen, zum Vormittag vielleicht einfach ein bisschen runter in den Bereich um 12.500 nochmal. Kleine Erholung und dann zum Nachmittag unten nochmal das Tief brechen und runter auf 12.330. Finde ich ein schönes Programm für den Dienstag, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, passt das ein bisschen auf das, was wir hier gemalt haben? Es passt ein bisschen auf das, was wir gemalt haben. Nicht ganz, aber ein bisschen halt, ne? Die sind ja 2-Stunden-Kerzen hier. Der schluckt den Mittag auf. Das wird man gar nicht sehen dann am Ende. Und naja, gut, 3.30. Nee, ich möchte es trotzdem so stehen lassen. Das sieht mir sympathico aus, sieht mir attraktiver aus. Würde besser reinpassen einfach. Ja, aber Sie haben die 330 bitte mit auf dem Radar. Sie haben eine 370 mit auf dem Radar. Und Sie wissen auch, solange der DAX unter 750 bleibt, hat er ein bisschen Abwärtstendenzen und darüber macht er sich halt Erholungsspielraum nach oben auf. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte man einfach sich vielleicht auch auf einen Zettel schreiben und an den Bildschirm kleben. Ne? Also, Freunde, hier kann ich nicht mehr zu sagen. Macht was draus, macht keinen Quatsch, bitte, handelt nicht immer gegen den Trend. Ja, dann braucht man auch nicht woanders die Schuld suchen. Und wenn man aktiv sieht, dass der Markt nicht mitspielt und nicht das macht, was ich will, dann muss man sich halt auch einfach mal vom Verlust trennen. Auch wenn es weh tut und schwer fällt. Es ist leichter, dann in den Gewinn reinzusteigen, als hinterher großen Verlust haben und dann den Martin verantwortlich dafür zu machen. Ja, das hilft ihnen nicht, das bringt sie nicht weiter und hilft vermutlich am Ende auch nicht zum grünen Jahresbilanz halt. Ne? Wenn man sich aber von den Verlusten, wenn der Markt absolut nicht das macht, was ich will, mal trennt und sie vielleicht mal auch mal anders positioniert, hat man durchaus die Möglichkeit, eben noch weiter mit dem Markt mitzuschwimmen. Das ist wichtig, das muss man lernen. Und ich erwarte, dass Sie sich mit sowas auch selber beschäftigen, wenn Sie so eine Analyse gucken. Ja, wir sind hier keine Hellseher. Ja. Gut, alles klar. Dann, ich mache hier aus, wünsche gutes Klingen, maximale Erfolge zum Dienstag und bis morgen.